Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute haben wir endlich mal wieder einen Anwalt zu Gast. Er ist Autor, er spricht gerne und er hat spektakuläre Fälle gehabt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen. Stefan Lukas, wie geht's dir und wo bist du? Ich sag's dir, Nico, mitten in der Kanzlei. Ich bin am Arbeiten und du unterbrichst mich gerade bei meiner Arbeit, was ich sehr schön finde. Ich erstmal. Du hast mittlerweile nicht nur ein Buch rausgebracht, das sind, glaube ich, jetzt schon mehrere? Sind es schon drei oder kann man das Neue irgendwie als Neues überhaupt zählen? Wie ist das? Ja, deswegen, ich wollte gerade schon sagen, hat da jemand nicht gut recherchiert? Es sind nicht eins, nicht zwei, es sind mehrere. Es ist tatsächlich so, du hast es genau richtig gesagt, es sind gefühlt drei, aber das dritte ist genau genommen mein erstes, nur komplett, nennt man es Relaunch, ich weiß es nicht, oder Lukas Buch 1 2.0. Es ist das erste Buch, das aber wirklich seit 10 Jahren ganz, ganz wundervoll läuft. Und da habe ich mir gesagt, ich bin doch 10 Jahre älter und reifer geworden. Ich überarbeite es nochmal komplett. Ich schmeiße auch ein paar Kapitel raus, bringe ein paar neue Kapitel rein. Und daraus geworden ist so vom ganzen Gefühl, vom ganzen Geist ein richtig niegelnagelneues Buch, das aber wieder heißt Auf der Seite des Bösen. Genau, meine spektakulärsten Fälle als Strafverteidiger. Sag mal jetzt, du bist in der Karriere jetzt schon so lange am Start, du hast so krasse Fälle gehabt. Wenn du jetzt nochmal zurückspulen könntest, würdest du den gleichen Beruf ausüben oder was ganz anderes lieber machen? Ich sag dir was, das kann sich ein junger Mensch wie du nicht vorstellen, Nico. Es ist ganz schwer, einfach sich vorzustellen, zurückzuspulen. Ich sag dir wirklich, dieses Studium ist hart. Und was ich in meinem Beruf erlebt habe, war auch so hart, dass ich jetzt, wenn du mich fragst, nochmal, würde ich sagen, nee, das schaffe ich nicht. Aber wir müssen ja so tun, als hätte ich es noch nicht gemacht und bin genauso frisch wie damals mit 19, als ich angefangen habe zu studieren. Und da sage ich dir, ja, ich würde es genauso wieder machen. Ich habe etwas ganz Tolles für mich geschafft und bin da hoch dankbar für. Jetzt ist nicht jeder Tag in jeder Sekunde der glücklichste Moment meines Lebens. Aber ich mache wirklich voller Leidenschaft diesen Beruf. Ich mache wirklich einen Beruf, den ich einfach will. Ich bin einfach wirklich leidenschaftlicher Strafverteidiger. Und du hast ja gesagt, was ich alles bin. Nein, ich bin immer Stefan Lukas, der Anwalt. Und als Anwalt ist doch das Tolle. Da kannst du verteidigen in den brutalsten Fällen. Du kannst mal Bücher schreiben, du kannst Fernsehen machen und du kannst auch in eine Internet-Talkshow auftreten. Glücklicherweise. Viele kennen dich natürlich noch aus Richter Alexander Holt. Das ist schon länger her. Dann warst du dabei bei Im Namen der Gerechtigkeit. Da waren ganz viele Anwälte eben aus Richter Alexander Holt dabei. Und du tauchst immer mal wieder als Experte auf. Welches dieser Formate hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Also man muss als Überschrift erstmal sagen, die haben wirklich alle richtig, richtig Spaß gemacht, diese Formate. Ganz schnell auch warum. Ich bin in beiden Formaten immer Anwalt, also immer Jurist gewesen. Einmal Staatsanwalt, der kompromisslose Staatsanwalt Lukas, das andere Mal dann der Rechtsanwalt Lukas. Das heißt, es war ganz eng mit meinem Job verknüpft. Aber es ging um nichts Tragisches. Wenn da jemand gestorben ist oder tot war, dann war das ein Darsteller. Und das heißt, man konnte einfach mit seinem juristischen Wissen trotzdem ein bisschen entspannter die Sau rauslassen. Im echten Leben sind meine ganzen Fälle, alles, was ich mache, schon immer sehr negativ besetzt. Ob es Betrugsfälle, Vergewaltigungen, Morde sind, es ist ja genau genommen nicht lustig, was ich mache. Und jetzt bin ich ein durchaus sehr fröhlicher Mensch. Ich brauche so einen Ausgleich und diese Fernsehformate haben mir genau diesen Ausgleich gegeben. Bei Holt war das Tolle, das hieß quasi Live on Tape, sagt man das heute noch so. Wir haben wie eine Live-Sendung gedreht und das heißt, dieses Format lebte wirklich davon, dass wir da richtig mit spontanen Einwürfen als Juristen Schwung reingebracht haben. Wir haben da ja viel gestritten, der Anwalt und der Staatsanwalt, und das war immer spontan. Wir hatten richtig Bock darauf, uns anzumachen, bis der Richter irgendwann sagt, stopp. Das war der Reiz bei Richter Holt. Im Namen der Gerechtigkeit war so ein bisschen, wir drehen mal einen Film mit richtigen Szenen und Szenenwechsel, verschiedene Örtlichkeiten. Das war auch toll. Und mal haben wir in einer Villa in München gedreht, mal waren wir mittendrin im Puff. Also es war wirklich auch ganz, ganz toll. Also ich kann nur sagen, es hat viel Spaß gemacht und es sind mit Verlaub auch schöne Sachen bei rausgekommen. Absolut. Und du hattest so tolle Kollegen an deiner Seite. Der großartige Christian Vorländer, Alexander Stevens, Isabella Schulien, die wunderbare. Du, wir mochten uns alle sehr. Das war die Bedingung fürs schöne Streiten, dass wir uns wirklich auch gemocht haben. Ich habe immer gesagt, Juristen, die sowas mitmachen, müssen ja gute Typen sein. Es hat richtig kollegial gesehen, auch Spaß gemacht, sind Freundschaften draus entstanden. Und jetzt gerade auch hier mit Frau Schulien und mit dem Christian Vorländer habe ich wahnsinnig viel gedreht. Und es ging oft wirklich der Punk ab. Toll. Ja, das glaube ich. Und Alexander Stevens und du, ihr habt dann sogar noch mal ein Buch zusammen rausgebracht. Garantiert nicht strafbar. Ja, garantiert nicht strafbar.
Es war nicht die Anleitung, wie man Straftaten begeht, sondern wir haben angeleitet, keine Straftaten zu begehen. Und das haben wir so ein bisschen, ich sage mal, kabarettistisch, satirisch aufgezogen, aber mit großem Lerneffekt. Wir erzählen da auf um die 200 Seiten einfach, wie es geht, dass man nicht bestraft wird. Aber eigentlich wollen wir zeigen und erklären, wie es sein kann, dass manche Sachen hart bestraft werden und fast die gleiche Geschichte dann auf einmal straffrei ausgehen kann. Woran liegt's? Wir haben kurze, knappe Gesetze und die Richter füllen die Gesetze mit Leben aus. Und wenn Richter Richtersprüche machen, dann kommt es auch zu den abenteuerlichsten Geschichten. Der eine Richter sieht's eben so und der andere so. Und das haben wir uns zunutze gemacht, haben mal gezeigt, wie das Ganze so ist. Wie ist denn das mit dem berühmten Joint, wenn ich ihn in der Hand habe? Ist das schon strafbar? Und wenn das schon strafbar ist, wie muss ich den Joint denn womöglich halten, dass es nicht strafbar ist? Nur ein Beispiel. Und ich erinnere mich, ihr beide wart beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Es war ein Genuss, mit welcher Freude ihr das präsentiert habt. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr nur ein Buch, du hast es auf die Bühnen gebracht. Das habe ich dann allein gemacht und war jetzt, ich habe glaube rund 70, 80 Auftritte habe ich hinter mir. Das war wirklich eine tolle Sache für mich. Ich durfte auf den wirklich tollsten Kabarettbühnen Deutschlands auftreten. Ritterschlag war für mich, bei Dieter Haller vorne, bei den Wühlmäusen mein Programm darbieten zu dürfen. Und natürlich ist das toll. Ich stehe da 2 Stunden auf der Bühne und bringe die Leute mit Jura zum Lachen, mit juristischer Praxis zum Lachen. Aber die Leute gehen raus und stellen fest, ich habe echt was gelernt. Das nennt man heute, glaube ich, Infotainment. Und das macht mir, du merkst auch jetzt, ich kann mich nicht so richtig kurz fassen, 2 Stunden mal reden zu dürfen über mein Fach und die Leute lachen und applaudieren im besten Fall. Das ist klasse. Aber das Schöne ist, hier musst du dich auch gar nicht kurz fassen. Hier kannst du in Ruhe erzählen. Das hättest du jetzt lieber nicht gesagt. Ich fasse mich doch die ganze Zeit kurz. Ab jetzt wird's lang. Das glaube ich auch, denn wir sprechen über wirklich spektakuläre Fälle, die du in letzter Zeit gemacht hast. Wenn man in deinen Wikipedia-Eintrag reinguckt, das ist ja gefühlt, das ist ja, hat ja mittlerweile länger eine Strafakte fast. Du bist bei wirklich abgefahrenen, sehr todernsten Fällen dabei gewesen. Schaffst du es, das einfach so loszulassen? Weil in der Empfindung des Menschen, der Anwalt geht hin, der arbeitet dann halt Feierabend und nach ein paar Wochen ist das Ding geritzt. Niemals, oder? Also, was ich tatsächlich schaffe, aber das wird ja auch jeder Arzt, der in seinem Beruf glücklich ist, bescheinigen. Ich schaffe es, meinen Beruf nicht im Alltag mich belastend mitzuschleppen. Also wenn ich sage, jetzt ist mal Schluss, dann ist auch Schluss und dann ist mein Kopf tatsächlich sehr frei. Viele fragen, wie geht das? Aber ich würde auch gerne einen Chirurgen fragen, wie kann man einem Menschen ein Bein absägen, wenn es sein muss, ja? Oder auch auf der inneren Medizin jeden Tag irgendeiner Familie sagen, dass nichts mehr geht. Das ist für mich unfassbar. Und auch diese Menschen gehen hinterher womöglich auf eine Party und sind gut drauf. Sonst ginge das ja gar nicht. Ich weiß nicht, warum es funktioniert. Bei mir ist es ja sogar so, Nico, du kannst nicht Strafverteidiger von, ich sag mal, von 8 Uhr bis 18 Uhr sein. Mich ruft auch jemand nachts um 11 an, dass er gerade festgenommen worden ist. Es gibt Prozesse, da muss ich um 4 Uhr aufstehen, um noch pünktlich da irgendwo am Ende der Welt zu erscheinen. Manchmal habe ich gar nichts vormittags. Mein Alltag besteht daraus, dass ich ständig springe. Ich habe einen schweren Prozess, dann habe ich plötzlich eine Pause, die ich dann für ausdehne auf 2,5 Stunden, einen alten Schulfreund treffe, dann fahre ich ins Büro, quatsch erstmal ein bisschen, dann mache ich wieder 3 Stunden richtig Hardcore-Arbeit und dann ist wieder dies und nachts noch diese Haftprüfung. Das heißt, ich habe nicht diese Situation zu sagen, so, ich arbeite und um 18 Uhr ist es dann zum Glück vorbei, sondern ich bin immer Strafverteidiger und immer Privatmensch. Vielleicht bin ich auch beides in einer Person. Ich weiß es nicht, aber ich muss ständig switchen können und das ist so. Selbst bei einem krassen Prozess, wenn eine längere Pause kommt, dann freue ich mich, vielleicht einen netten Menschen zu treffen und mit dem einfach über alte Zeiten beim Essen gehen zu quatschen. Es geht. Und natürlich ist damit auch klar, wenn du mal auf einer Party bist, dass du natürlich, wenn du laut sagst, was du so für Fälle hast, gleich Top-Thema bist. Was war denn in den letzten Jahren, das ist eine schwere Frage, für dich der dramatischste oder bewegendste Fall, den du ja hattest? Also weißt du, Nico, es sind ja 2 Paar Schuhe. Ich kann ganz gut auch in den Fällen Abstand finden, weil mein Auftrag ist es ja, mich für den mutmaßlichen Täter bedingungslos, also für seine Rechte bedingungslos einzusetzen. Und ich kann mich bei dem grausamsten Fall wahnsinnig als Profi echauffieren, wenn mit einer total laschen Beweislage der Staatsanwalt meint, er könnte meinen Mandanten verknacken. Und dann ist es egal, kleiner Diebstahl, ein bestialischer Mord, eine schlechte Beweislage bringt mich auf die Palme. Und dann ist es auch mein Job, diese Beweislage so zu zerpflücken, dass es am Ende womöglich für einen Freispruch reicht. Das heißt, du musst da unterscheiden, es gibt Fälle, die waren für mich sehr krass von den Verteidigerleistungen. Und ich muss mich dann ab und zu nicht zwingen, aber ab und zu entscheide ich mich, diesen Fall auch immer wieder mal einfach als Sachverhalt an mich als Mensch heranzulassen.
Und wenn die Frage in diese Richtung sozusagen zielt, dann sind natürlich Fälle mit sehr besonderen Opferproblematiken sehr krass für mich. Und da fallen mir zwei besonders ein. Natürlich, das hat Deutschland auch mitverfolgt, der NSU-Prozess, in dem ich die beiden Kinder des ersten Mordopfers vertreten habe, also auf Opferseite. Dieser Fall hat mich sehr, sehr, sehr bewegt und tut es heute noch. Der andere Fall ist der Fall, der im Sauerland lief. Da ist ein zweijähriges Kind gestorben, weil es einfach unterernährt war. Das heißt, in Deutschland ein Kind, das zu wenig Nahrung bekommen hat und das einfach dann so dünn war, dass es irgendwann ja dehydriert hat und dann ist es gestorben. 2 Jahre, das ist deswegen so dramatisch für mich. Es ist immer schlimm, wenn kleine Kinder Opfer einer Straftat werden, ob nun fahrlässig oder vorsätzlich. Hier war es wohl eher eine fahrlässige Tat. Aber man kann eins sagen, es gibt ja oft auch Täter-Opfer-Beziehungen. Bei einem kleinen Kind gibt es nichts außer ein hilfloses Kind, das 100% nichts falsch gemacht hat. Da gibt es keine Provokation, die man dem Kind vorwerfen kann, nichts. Und deswegen sind Fälle, bei denen Kinder zu Schaden oder zu Tode kommen, kaum auszuhalten. Und mach so eine Akte nicht auf, guck dir nicht die Obduktionsfotos an und kurz davor die Bilder, als das Kind noch fröhliche Kindheitstage hatte. Das ist zum Heulen. Und beim NSU-Prozess war es deswegen so schlimm für mich, weil die Kinder, musst du dir vorstellen, über ganz, ganz viele Jahre glauben mussten, dass ihr Vater sterben musste, weil er irgendetwas Kriminelles getan hat. Es war ja überhaupt nicht annähernd klar, dass da ein nationalsozialistischer Hintergrund bestehen könnte. Dass auf einmal kam diese Nachricht und die Kinder wussten gar nicht, was sie jetzt denken sollten. Sie waren einerseits erleichtert, als sie hörten, Mensch, unser Vater war gar nicht kriminell. Er ist Opfer geworden von echten Ausländerhassern. Und gleichzeitig sich aber bewusst zu machen, das Land, in dem wir glücklich aufgewachsen sind, da sind Menschen, die unseren Vater vernichten, weil er hier nicht erwünscht ist, das kriegt man ja kaum übereinander. Und das hat mich auch sehr bewegt, weil wir die Familie sehr, sehr persönlich auch kennenlernen durften, mein Kollege Jens Rabe und ich. Und dadurch sind das so zwei Fälle, wo ich sagen würde, das war für mich und ist es bis heute menschlich kaum zu verarbeiten. Ja, das war hat man natürlich mitbekommen. Und da gab es noch viele andere Fälle, bei denen du dabei warst. Irgendwann entwickelt sich ja in dir der Jurist immer mehr mit dem Studium und jedem Schritt weiter. Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt den 16-, 17-jährigen Stefan hier hätten, dass der bei manchen Sachen halt ganz klar sagen würde, dafür gibt es lebenslänglich oder dafür das und das. Aber ich glaube, wenn man dann Jurist ist und dann jemand zu dir sagt im Privatumgang, Mensch, der muss doch lebenslang dafür in den Bau, dass dann der erwachsene Stefan sagt, wir haben da Gesetze. Kann man das miteinander jonglieren oder hast du die Probleme nie? Naja, ich bin natürlich jetzt nicht schlagartig so alt geworden, wie ich heute bin. Das heißt, es ist auch ein Prozess. Wahrscheinlich würde ich wirklich schmunzeln, wenn ich so eine Talkshow mit 19 mit dem kleinen Nico damals gemacht hätte. Du warst aber nicht auf der Welt, glaube ich, ne? Als ich angefangen habe zu studieren. Verstehst du, das wäre, glaube ich, schon sehr lustig. Natürlich, der Blick verändert sich. Man sagt ja oft über sehr alte Menschen, also noch älter als ich es jetzt bin, dass die altersmilde werden. Ich glaube, was passiert? Die Empathiefähigkeit, die Fähigkeit, nicht nur in seiner eigenen Rolle stark zu sein, sondern die anderen Rollen mehr auch zu verstehen und zu akzeptieren, die wächst mit dem Älterwerden. Ich habe im Zweifel eher noch krasser als Jugendlicher gesagt, alles zu hohe Strafen und man muss entkriminalisieren und viele Sachen dürfen gar nicht mehr bestraft werden. Jetzt Stichwort Sterbehilfe, Stichwort Konsum und Besitz von Marihuana, also Dinge. Da war ich bestimmt eher noch lauter und rebellischer mit 19 oder so. Ich glaube, dass es mir leichter fiel, als ich junger Anwalt war, mir zu sagen, ich bin jetzt jung und frisch hier und lege mich jetzt mit diesen ganzen alten Richtern und Staatsanwälten an. Und wenn ich heute manchmal auch so ein bisschen mich immer noch so lausbubig da fühle und mich anlegen will, merke ich manchmal, stopp, der Richter ist ja 20 Jahre jünger als ich. Und man neigt dazu, so ein bisschen die Karikatur einer selbst zu werden. Also man muss so ein bisschen, glaube ich, auch bereit sein, älter zu werden. Und ich glaube, dieses fast schon mit der Axt in den Gerichtssaal kommen und sagen, ich revolutioniere jetzt hier alles. Ich bin heute noch ein großer Kämpfer, keine Frage, aber ich versuche mehr zu verstehen, welche Rolle wer hier ausfüllt, mehr auch die Opfer zu sehen, auch wenn ich ein Opfer unglaubwürdig erscheinen lassen möchte, mir mehr klar zu machen, mit wem rede ich da eigentlich und vielleicht einen anderen Ton anzuschlagen als von dem sehr frechen 27-jährigen Anwalt vor langer, langer Zeit. Jetzt haben wir leider rechte Parteien in Deutschland, die eben mit harten populistischen Ansichten auf Wählerfang gehen, wie beispielsweise lebenslang oder Tod für Kinderschänder. So, das ist, wenn man sich das jetzt vorstellt, wir sprachen schon über Kinder, die Opfer wurden, das ist ganz, ganz fürchterlich. Das ist grausam, das ist das mit das Schlimmste, was es gibt. Aber so eine einfache Lösung als solches, also ganz kurz populistische Lösungen, die einfach sind für schwierige Probleme, das ist meist nichts.
Du kannst wahrscheinlich nachvollziehen, dass Leute das gut finden. Du kannst aber auch juristisch erklären, warum das keine Lösung ist, oder? Ja, also das Hauptproblem ist natürlich, dass die meisten Menschen, die sich zu Recht sehr betroffen fühlen über die vielen Gewalttaten, die es einfach gibt, dass diese Menschen einen Gerichtssaal oft noch nie von innen gesehen haben. Die erkennen nicht den Weg zum Urteil. Die hören nur, der als Vergewaltiger Angeklagte hat plötzlich Bewährung bekommen. Dass die Bewährung womöglich deswegen war, weil sich im Prozess sehr viel verändert hat. Dass wir auch manchmal Zeuginnen haben, die einfach nicht strukturiert und nachvollziehbar die Geschichte erzählen können. Das müssen keine Lügnerinnen sein, aber es hilft ja nichts. Wir müssen uns ja auf die Beweise stützen. Oder dass womöglich auch jemand freigesprochen wird, weil die Beweise gar nicht gereicht haben. Das wäre aus meiner Sicht sehr anständig und fair von unseren Politikern, wenn das mehr kommuniziert würde. Es ist aus meiner Sicht regelrecht verwerflich, wenn Politiker selbst nach höheren Gesetzen, nach strengeren Gesetzen schreien, um dem künftigen Wähler zu gefallen, anstatt zu sagen, Leute, wir haben sehr gute Gesetze, aber wir haben auch einen Rechtsstaat und bei uns gilt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und da wir alle nicht dabei waren bei der Tat, müssen wir oftmals im Zweifel freisprechen. Dann ist aber egal, ob ein Vergewaltiger in Deutschland 15 oder 50 Jahre bekommen könnte. Und dadurch gibt es gefühlte Verzerrungen aus Sicht der Bevölkerung, einfach weil sich nicht die Mühe gemacht wird, ihnen zu erklären, wie schwierig Juristerei und Aufklärung in einem Gerichtssaal ist. Und ich glaube, viele staunen auch immer wieder, wie lange Prozesse laufen können. Lass uns über den Love Parade-Prozess sprechen. Da war ich natürlich wie so viele entrüstet. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen damals. Das war eine Katastrophe sondergleichen. Jetzt findet dieser Prozess statt, der startet schon sehr, sehr spät und dann nichts. Ja, und dann sind wir ehrlich, Nico, auch ich im Übrigen, den Prozess verfolgt haben wir beide nicht. Es ist tatsächlich nicht deswegen nichts passiert, weil irgendein Richter gesagt hat, mein Gott, die haben sich hier alle jetzt mal Deckel zu und gut ist. Da haben sich Juristen es sich sehr, sehr schwer gemacht. Aber du musst die richtige Schuld finden. Du musst Kausalitäten finden. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und es gibt dann ganz, ganz viele Gründe, warum ein Gericht sagt, es reicht einfach nicht, um diesen einen jetzt hier so verantwortlich zu machen, dass er dafür bestraft wird. Das ist im Ergebnis sehr frustrierend. Aber ich darf dir auch was sagen, Nico. Das werden dir viele Opferfamilien sagen, die zum Beispiel ihr Kind durch eine schlimme Straftat verloren haben. Die hohe Strafe macht sie auch nicht in irgendeiner Form ruhiger oder auch glücklicher, sondern ganz oft sagen die, was uns geholfen hat, war diese echte Aufklärung des Falls. Vielleicht sogar, wenn dieser Mensch, der so Schlimmes getan hat, den Mund aufmacht und uns erklärt, was ihn da geritten hatte. Wenn er womöglich auch uns sagen kann, wie die letzten Sekunden und Minuten für unser Kind waren. Das klingt alles ganz grausam, es ist auch grausam. Aber was ich sagen möchte, ist, diese Dinge passieren in einer Gesellschaft auch wie dieser. Und wir können uns nicht auch nur annähernd anmaßen zu glauben, dass sich etwas wettmachen lässt durch das Strafrecht. Das Strafrecht muss eine angemessene Schuld finden, es muss abschrecken, es muss den Täter selbst auf die richtige Spur bringen und es muss auch ein bisschen Sühne enthalten. Aber das, was uns so bewegt, diese ganzen Grausamkeiten bei dieser Love Parade zum Beispiel, egal was rausgekommen wäre, das ist so schlimm, was passiert ist, aber für die strafrechtliche Schuld stehen ganz andere Maßstäbe dann einfach auch im Raum und es ist sehr, sehr schwierig, da ein Urteil zu finden. Das wird richtig zustande gekommen sein und fühlt sich aber erstmal völlig falsch an. Ich habe mich nur gefragt, warum da nicht rausgegangen wurde mit, es muss sich was verändern, bei Veranstaltungen muss zukünftig das und das und das so und so und so gemacht werden. Aber das ist ja etwas, was das Gericht ja gar nicht festlegen kann, weil es wurde ja nicht irgendein Bundesland angezeigt oder sowas, was tatsächlich was ändern kann, sondern ja Veranstalter. Wie hätte man das denn erreichen können? Oder kann man heute noch, wenn man sagt, Mensch, da muss sich doch was ändern lassen, kann man noch was ändern? Na klar, ich meine, natürlich ändern sich Dinge. Es denkt jetzt keiner, weil die glimpflich davongekommen sind. Naja, dann können wir doch wieder sowas machen, da passiert ja nichts. Das ist ein Irrglauben. Die Leute wägen bei sowas nicht ab, wie viel Strafe kriege ich, wenn es schief geht. Das ist nicht der Gedanke. Und von daher kannst du davon ausgehen, dass natürlich keiner will, dass die eigene Veranstaltung so endet. Wenn es einigermaßen normale Menschen sind, wollen die nicht, dass überhaupt jemand stirbt. Und gleichzeitig tut sich doch auch keiner eine Freude damit, wenn bei der eigenen Veranstaltung jemand verstirbt. Das heißt, natürlich lernen die Experten draus und werden bei so einer Planung sowas auch mit reinnehmen. Natürlich können sich Verordnungen ändern, die können angepasst werden. Wir haben ja ständig Novellen, sei es jetzt, dass das Waffengesetz immer weiter verschärft wird, weil aus gewissen Taten, die stattfinden, die Lehre gezogen wird, Moment mal, dann müssen wir einen Riegel vorschieben. Wir müssen den Zugang zu Waffen zum Beispiel schwerer machen. Das heißt, es wird natürlich an Gegebenheiten, die passieren,
die bewirken natürlich immer auch, dass weitergearbeitet wird. Aber es passieren auch immer wieder Dinge, wo ich sage, habt ihr es immer noch nicht gelernt? Gar keine Frage. Du warst ja sogar selber schon mal auf der Anklagebank, ne? Ja. Das war ja abgefahren. Also das muss ja auch sich für dich ganz komisch angefühlt haben. So cool kann man auch nur bei einer Internet-Talkshow reden. Ich war 3 Jahre Beschuldigter, später Angeklagter in einem Strafverfahren und habe 3 Jahre Angst haben müssen, dass ich so verurteilt werde, dass ich nie wieder als Anwalt arbeiten kann. Und diesen Druck muss man 3 Jahre aushalten, weil, wie du schon sagtest, Prozesse können sehr lange dauern. Und böse Menschen werden sie auch gefragt haben und nichts ist dabei rausgekommen, denn der Lukas wurde völlig zu Recht am Ende freigesprochen. Aber ich musste 3 Jahre darauf warten und die Experten, dieser Prozess ist einzigartig in Deutschland. In jetzt mittlerweile 70, 80 Jahren Nachkriegsgeschichte ist der Fall einzigartig. Den gab es vor mir nicht, nach mir nicht. Und entsprechend ist er auch in Deutschland, auch in Österreich, von Anwaltsverbänden, von der Öffentlichkeit wirklich richtig verfolgt worden. Es war einer der Fälle, sicherlich in dem Jahr 2011 war es, glaube ich, wovon ich mir aber auch nichts kaufen kann und möchte. Was ich sagen will, ist, diese ganzen Experten waren sich sicher, keine Chance, egal was jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber er wird in Augsburg verurteilt werden. Und dass da am Ende ein Freispruch gab, das ist stark und das führt dazu, dass ich heute als Anwalt mit dir spreche und dass ich danach jetzt schon weitere 9 Jahre hatte, in denen ich viel persönlich bewegen durfte als Anwalt. Aber diese 3 Jahre, die waren grausam. Und ich kann natürlich, vielleicht anders als manche andere Kollegen, mitfühlen, wenn Mandanten vor mir sitzen und sie mir sagen, sie leiden gerade sehr, egal ob sie was gemacht haben oder nicht, weil sie gerade ein Strafverfahren haben, dem sie ausgesetzt sind. 3 Jahre, da hast du doch auch gedacht, meine Güte, warum dauert denn das so lange, oder? Es hat natürlich auch gedauert, weil wir natürlich auch nicht einfach nur haben geschehen lassen. Ich kann immer nur sagen, man braucht gute Anwälte. Ich hatte 2 sehr gute Anwälte, die sich auch wirklich engagiert haben, den Freispruch erreichen wollten. Und auch das hat dazu geführt. Wir haben Beweisanträge gestellt. Es musste viel gemacht werden. Der Prozess selbst ging 7 volle Tage. Also es war alles nicht einfach, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, zu kämpfen, auch daran zu glauben, dass man mit den richtigen Anträgen, mit dem richtigen Verteidigungsgeschick so einen Prozess gewinnen kann. Also ich habe immer und von Anfang an gesagt, ich habe nichts Strafbares gemacht und am Ende kam das Urteil raus. Aber das muss man aushalten, das habe ich ausgehalten. Ich bin in der Zwischenzeit auch in diesen 3 Jahren Vater geworden. Ich konnte ja nicht ewig warten mit allem. Aber es ist ganz, ganz schlimm, so ein Verfahren zu haben. Und dieser Schuldspruch am Schluss, sprich der Freispruch am Ende, das... Da schreist du auch nicht Juhu, weil du die ganze Zeit sagst, warum verfolgen die mich überhaupt? Aber danach kannst du dein Leben doch wieder anders einrichten. Krass. Also ich bin froh, dass das so gekommen ist. Puh, aber trotzdem sind da ganz viele andere spektakuläre Fälle, an denen du noch dran bist. Jetzt gibt's das auch als Hörbuch. Du hast es selber eingesprochen, ne? Ja, das wäre schön. Nein, irgendwas ist da. Ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt. Das ist nicht meine Stimme. Und das, obwohl ich einigermaßen gut lesen kann und es ja vor allem mein Buch ist, in dem ich als Strafverteidiger von meinem Leben als Strafverteidiger erzähle, hat das jemand vorgelesen, der das sehr, sehr gut macht, aber der letztlich nur abliest und mit Jura nichts zu tun hat. Das ist jetzt so, ich will es trotzdem jedem ans Herz legen, der liest das sehr, sehr gut und irgendwann könnte man glauben, das bin ich, aber wir haben jetzt schon besprochen im Verlag, das nächste Buch lese ich. Aber es lohnt sich wirklich, weil es ist schön, das zu hören, was ich da so schön zu Papier gebracht habe. Also der macht das schon gut, aber es bin tatsächlich nicht ich. Das war wohl ein Missverständnis. Aber jetzt ist es so und es lohnt sich. Aber so ist doch auch schön, gibt es wenigstens einen Grund, dass du ein neues Buch schreibst. Ja, ja, da bin ich dran und wir müssen jetzt ein bisschen schauen, wann ist was sinnvoll, wann können wir wieder richtig durchstarten mit einer passenden Tournee, weil ich möchte Buch mit Tour wieder dann auch zusammenbringen, aber wir haben tolle Ideen, wir haben ein tolles Konzept jetzt schon mal zusammengestellt, der Verlag und ich, und so viel darf ich verraten, True Crime heißt es ja, ich mache ja True Crime als Strafverteidiger und nachdem das so viel Beliebtheit erreicht und die Leute so interessiert sind und mir damit auch die Chance geben, von meinem True Crime als True Strafverteidiger zu erzählen, werde ich das auch im nächsten Buch machen, aber der Aufhänger wird wieder ein anderer. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Lesern, na, ob es Freude bringt, aber dass es den Lesern durchaus Unterhaltung bringen wird. Wir sind gespannt. Stefan Lukas Buch Auf der Seite des Bösen gibt's also als Update und als Hörbuch. Vielen lieben Dank für deinen Besuch in der Web-Talkshow. Das war's schon, Nico. Das war's schon. Es hat mir viel Freude gemacht. Danke für die Einladung. Dankeschön.
Ich danke dir, aber es gibt noch eine gute Nachricht, denn du hast noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt ist ein wunderschöner Ort. Bitte sorgt jeden Tag mit voller Kraft dafür, dass das so bleibt oder besser wird. Bis morgen. Jetzt bin ich dran. Ich darf zwei Sachen sagen. Das eine ist, bitte, bitte, tut mir alle den Gefallen, seid kritisch, bleibt kritisch. Und bildet euch eure eigene Meinung. Das ist das, was ich als Jurist einfach immer loswerden möchte. Ihr dürft eure Meinung haben, aber bitte schaut immer ganz genau hin. Und jetzt kommt das, was mir noch viel wichtiger jetzt ist in dem Moment. Das wollte ich immer schon machen in den 80er Jahren. Ich grüße wirklich meine ganze Familie. Ganz, ganz liebe Grüße.